Ah, Löchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Feed the Beast Presents Hermit Pack mit dem lieben Dragul zusammen. Hallo. Servus. Der arbeitet da immer fleißig vor sich hin. Ich muss die Industrial Apiaries mal kurz noch umbauen. Weil Ewigkeiten dauert sich gerade mit der Spitzhacke, die abzubauen. Mein Gott. Was ich mich jetzt frage, stechen die Bienen da auch, wenn die da drin sind? Oder ist das nur bei den... Ich denke, das wird... Ach, scheiße. Kann das sein, dass du was aufgesammelt hast? Nein. Liegt da irgendwo was rum hier? Weil... Weil mir gerade irgendwie zwei Apiaries fehlen. Okay. Ich muss gerade mal gucken, wo die sind. So, gucken wir gleich mal. Ja, das kommt. Ach, hier. Ja, ich hab's. Okay. Wollte mich gerade beschweren. Die eine war schon konfiguriert, weil da eine Biene drin ist. Deswegen wahrscheinlich sah das jetzt anders aus. Die einen waren nämlich gesteckt und die anderen nicht. Also. Ich gehe davon aus, dass sie trotzdem stechen. Na gut. Gehe ich von aus. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich gehe davon aus. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch einmal eine Meadows, wir haben noch eine Valiant. Die sind natürlich alle gut für hier, das ist normal. So, jetzt haben wir ganz viele bunte Farben hier rumfliegen. So wie das aussieht, stehe ich doch nicht. Ich stehe dann nicht neben. So, und jetzt müssen wir noch die... Boah, wie heißt die scheiße Brille davon nochmal? Ey, jetzt muss ich wieder gucken. Forestry. Wie heißt die scheiß Sonnenbrille? Man könnte natürlich den Apiary-Set bauen, aber das will ich jetzt noch nicht. Das sieht aus wie eine Brille. Da ist er doch. Spectacles, genau. Spectacles heißen die. Die muss man nämlich haben, um zu schauen, welche Blätter mit Pollen bestäubt sind. Okay. Ja, da kommen wir auch dann gleich noch weiter. Wofür? Da kommen wir dann gleich zu. Es ist gar nicht so schwer. Also tatsächlich, ich hab mir das Video so angeguckt, das Tutorial dazu. Und dann habe ich gedacht, ach, so einfach ist das. Das ist alles im Prinzip. So, jetzt sehe ich natürlich auch so ein Professor mit den Brille. Mit den Brille vor allen Dingen. Mit den Brille, ja. Oh Gott. So ein Monokel wäre geil gewesen. Gut, so. Die sind noch nicht mit Pollen versetzt. Das sieht man dann daran, weil die dann grau sind, die Blätter. Mit der Brille auf. Sind aber leider noch keine, natürlich nicht. Die können aber auch drin sein. Also das muss nicht außerhalb sein. Die können auch innerhalb sein von den Dingern hier. Aber nee, ich sehe keins. Aber ich sehe keins. Also hier haben wir noch keine Pollen dran, leider. Das könnte man jetzt natürlich direkt zeigen, aber das kommt noch. Wird schon noch. Ja. Die Bienen beschleunigen das tatsächlich. Deswegen ist das gar nicht mal so schlecht, Bienen zu nehmen. Nebenbei produzieren die natürlich noch Honig und so weiter, ist klar. Oder hier zum Beispiel die Valiant produziert auch Zucker nebenbei. Man kann auch natürlich warten. Es kann irgendwann kommen, hier Schmetterlinge. Der Dragul hat tatsächlich schon einen gesehen. Die sieht man dann, die fliegen dann hier rum, die kommen dann angeflogen und setzen sich dann auf ein Blatt oder ein Leaf. Und dann, wenn man Glück hat, sind die dann auch mit Pollen besetzt. Ja. Das sieht man tatsächlich auch so. Man kann es auch so sehen, ohne die Brille. Dann sind da so kleine Pünktchen drin in den Blättern. Das sind dann auch Pollendinger. Sind dann auch Pollen drin.
Und dann kommt halt der Grafter auch in einen Satz, aber wie gesagt, das will ich dann zeigen, wenn es soweit ist. Wichtig ist immer, dass man Bäume nimmt, die sich kreuzen. Wo war das? Wo stand das? Das ist auch wichtig, denn aktive, inaktive DNA gibt es natürlich. Es gibt, ist wie bei Bienen genau dasselbe, im Prinzip genau dasselbe. Der aktive Strang ist natürlich der, der im Vordergrund steht. Es gibt immer zwei, das ist bei Menschen genauso, weil man hat ja auch einen Vater und eine Mutter. Sollte man haben. Wenn es nicht so ist, würde ich mir Gedanken machen. Deswegen, es gibt einen aktiven und inaktiven. So, bei Männern zum Beispiel ist natürlich der männliche DNA-Strang der aktive, ist klar, sonst wäre es kein Mann geworden. Und der inaktive ist der Frauen-DNA-Strang, ist jetzt einfach erklärt. Bei Frauen ist es halt umgekehrt. Und genauso wie hier gibt es auch einen aktiven und inaktiven. Bei den ersten Bäumen sind natürlich easy, weil eine Apple Oak ist Apple Oak, das ist egal, da ist nichts, keine Kreuzung drin. Aber ist halt veranschaulicht, weil hier Spezies zum Beispiel, Stivirte zum Beispiel, bei dem nächsten steht dann Apple Oak und Silver Birch als Spezies, als aktiv und inaktiv. Die aktiven ist die, die halt gerade aktiv sind. Und umso besser hier die Sachen sind, ne, umso besser ist es dann. Hier zum Beispiel steht auch Soil. Soil heißt Plains. Das wächst nur im Plains-Biom. Tatsächlich. Oder in dem Temperaturbereich vom Plains-Biom. Supports. Das weiß ich immer noch nicht, was das heißen soll. Pomes. Keine Ahnung. Früchte, Äpfel. Ist genau dasselbe. Achso, das ist die Family. Von dem Baum. Da Possible Produce. Ist Apfel. Ist Apple Oak. Sagt schon der Name. Ja, und das war's im Prinzip. Dann gibt's hier Saplings. Wie viele Saplings man rauskriegt. Denn, das habe ich nämlich auch gelernt, es gibt tatsächlich eine gewisse Chance nur, dass ein Sapling rauskommt. Diese Chance ist mit der Hand irgendwie bei 7-10% oder 3-10% ein Sapling rauszukriegen, wenn man ein Blatt zerstört mit der Hand. Wusste ich auch vorher tatsächlich nicht, dass die Chance so gering ist. Und die steigt halt mit dem hier, mit diesem Saplingswert. Umso höher der Wert ist, umso höher ist die Prozentzahl. Die kann aber nie auf 100% gehen. Ich glaube auf 50, glaube ich, oder ich weiß es jetzt nicht genau. Dann Höhe natürlich, wie groß der Baum wird, wie groß der Stamm ist. Der ist ja zum Beispiel 1x1. Es gibt natürlich auch Bäume, die haben 2x2 zum Beispiel. Dschungelbäume zum Beispiel haben 2x2 oder können 2x2, sagen wir so. Majors ist das Wachstum, wie schnell der wächst, ist faster, ist also ziemlich hoch schon. Sappiness ist, glaube ich, Sättigung gewesen. Effekt gibt es nicht bei Bäumen, also den hätten sie auch weglassen können. Ja, und das war es im Prinzip schon. Das ist eigentlich das Wichtigste von allen. Und jetzt kann man, wie gesagt, warten, bis hier irgendwie Pollen stattfinden irgendwo. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Denn ich glaube, das dauert ein bisschen lange, bis da vielleicht dann mal Pollen sind. Da dauert ein bisschen, oder kann was dauern. Naja, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, gibt es denn irgendein Upgrade dafür? Vielleicht gibt es ja irgendein so Upgrades für, warte mal. Die das vielleicht beschleunigen. Territory brauchen wir nicht. Emulation, nein. Sieb? Pollen Collection? Wieso Pollen Collection? Okay. Keine Ahnung. Pollen Scrubber. Flowering. Ach so. Stimmt. Bienen. Stimmt. Die sind neu tatsächlich, die Upgrades. Auch nicht schlecht. Es gibt jetzt Upgrades, damit die Bienen keine Blumen setzen. Hier ist okay. Zum Beispiel schon eine neue Blume. Bienen, wenn, wo Bienen sind. Entstehen ja neue Blumen. Ja. Und es gibt ein Upgrade, was das nicht macht. Also das setzt das dann auf 0. Das ist ja immer nicht schlecht. Gibt es tatsächlich auch für Pollen. Also das heißt, wenn man keine Pollen haben möchte oder halt keine Blumen, also keine neuen Blumen, hier ist auch eine neue Blume entstanden, kann man das Upgrade machen. Wo ist sie denn jetzt? Jetzt habe ich verloren. Da ist es.
Pollen Scrubber Upgrade heißt das. Flowering und Pollination minus 100%. Das ist neu, das Upgrade tatsächlich. Okay. Genetic Stabilizer, den gibt's auch. Da können die nicht mehr sterben, tatsächlich. Production ist klar, da gibt's schon immer. Aber ich will gerne eigentlich das haben. Flowering Upgrade erhöht die Flowering-Rate, mein Gott. Und Pollenrate, die möchte ich gerne haben. Ich hoffe nur, wir haben genug Farbe dafür, weil da brauchst du nämlich Farbe, so wie es aussieht. Oh jo. Ach, schön, haben wir gar nicht. Gelb brauchen wir und grün. Gelb wird Dandelion, ne? Ach, davon haben wir noch, hallo. Machen wir sonst Deck. So. Red. Machen wir nochmal ein paar Poppies. Poppies haben wir auch noch. Machen wir sonst Deck. Und grün. Kaktusse. Kaktusse. Mhm. Auf geht's. Kaktus Green. So, ich habe jetzt, denke ich, das komplette Autocrafting-System rübergebracht. Müsste auch alle Rezepte erwischt haben. Oh, das ist gut. Ja. Also kann es dahingehend wieder losgehen. Das ist so schön. Jo. Schaut jetzt ein bisschen unsymmetrisch aus, aber ist doch wurscht. Ja, mein Gott. Jupp, ist ja wurscht. Eben. Ach so, du kannst mal wieder in deine Kiste gucken. Ich kann in meine Kiste gucken. Warum? Vor allen Dingen rechts. Ja, sie Dark Armor gemacht. Mhm. Hast du ja empowered? Nein, noch nicht. Okay. Sehr schön. Ach ja, ich wollte die Upgrades machen. Genau. Up gerade. Dann brauchen wir diese Kackdinger hier. Ein paar Stück. Ja, machen wir so ein Stack. Passt. So, davon will ich gerne. Ja, eigentlich mehr haben als 8. Ach, wir haben kein Glas mehr. Glas. Machen wir ein paar Sticks. So, mach fertig. So, up gerade. 17. 17 wären gerade mal 2. Immer noch zu wenig. Vier Stück haben wir. 4 mal 8 sind 32, ne? Ja. Sehr gut, weitermachen. So. ich wollte noch das andere haben. Das Thief Upgrade wollte ich haben. Was ist das? Pollen Collection. Collection hört sich eigentlich gut an. Gut, wir können jetzt. Ach ne, was ist das denn? Ach, da brauchst du schon Propolis für. So, Silky Kampfsbrowser, Tropical Bienen. Warum denn Tropical? Tropical ist doof, die machen Gift. Mhm. Die haben da so einen scheiß Effekt. Dann machen wir jetzt mal Flower rein. Vielleicht wird der trotzdem. Ey, Biene, komm zurück. Auf damit. So, Flowering. Jetzt haben wir natürlich bald hier so einen ganzen Blumengarten stehen wahrscheinlich. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ne. Immer noch keine Pollen. Was ist denn da los? Hm. Immer noch keine.
Sugar und Kakao. Sehr schön. Da ist ein Schmetterling. Da, ja. Da ist einer. Juhu. Hallo. Hey, dahin. Da sind die Bäume, Kumpel. Da, ja, genau in die Richtung. Ja. Ich will dich ja nicht stressen, aber guck mal da oben. Da. Boah, du Kackvieh, ehrlich. Ja, flieg gegen den Baum schon, genau. Schön, nochmal. Macht Spaß. Jetzt sitzt er da. Komm du. Das ist ein Schmetterling. Das ist ein Schmetterling, der eigentlich auch sich hier drauf setzt, wenn man Glück hat und die Dinger bestäubt im Prinzip. Jetzt sitzt er da in dem Gras. Du brauchst doch nicht chillen. Mhm. Du brauchst auch nicht hier zu den Bäumen fliegen. Was machst du? Rubber Tree funktioniert also nicht. Da sind Pollen. Haha, hier sind Pollen. Sehr gut. Nee, oder? Jetzt Pollen? Warte mal. Ja. Wenn man jetzt so drauf guckt, sieht man das schon. Also wenn du gucken möchtest, kann ich dir doch zeigen. Wenn man drauf guckt, wie gesagt, sieht man es. Ist schwach, muss man sagen. Ja. Hier. Mhm. Siehst du die? Ja, ne? Ja. Die Punkten. Wenn man die Brille auf hat, leuchten die. Oder hier kannst du auch mal die Brille aufsetzen, wenn du möchtest. Würde man mal am Magnet wegpacken. So lange. So. Und dann müssen die Leute so aufleuchten. Ja. Genau. Gut, gut. Wenn man jetzt dann hingeht. Du siehst ja noch geil aus mit der Brille. So, wenn man jetzt hingeht, nimmt den Grafter in die Hand. Baut man sie ab. So, wir haben leider nur ein Forest-Ding. Der wird wahrscheinlich im Backpack sein. Wir haben leider jetzt nur ein Silver Birch Sapling wieder rausgekriegt. Leider. Ach, da ist der neue. Hier sind, ach, hier, jetzt geht das rund. Dreht nochmal zwei hier. Sehr gut. So, und da haben wir einen neuen. Da haben wir tatsächlich einen neuen. Wir haben jetzt rausgekriegt ein Silver Lime Sapling. Das ist schon die erste Kreuzung. Und wir haben direkt schon zwei. Das ist sehr schön. Das heißt, wir haben die erste Kreuzung schon hinbekommen. Silver Lime. Mhm. Diese kann man jetzt natürlich weiterkreuzen. Natürlich kann man diese weiterkreuzen. Man kann jetzt auch in dem Trealizer nachgucken. Silver Birch zum Beispiel hat jetzt zwei. Die haben mit Silver Birch, jetzt sieht man es auch, und Apple Oak. Als Vater und Mutter im Prinzip. Und die haben jetzt natürlich zwei verschiedene Sachen drin. Gut, da ist nichts verschieden, aber hier ist verschieden. Hier ist zum Beispiel bei Supports ist gar nichts, bei Früchte ist auch nichts, bei Silver Birch ist klar, ist natürlich jetzt gerade aktiv. Silver Lime hat Spezies beides dasselbe, weil das eine Kreuzung ist. Und wir können aus Silver Lime, wenn man U drückt, kann man jetzt auch andere Sachen machen. Man kann jetzt zum Beispiel mit Silver Lime und Apple Oak kann man den Hill Cherry Tree hinkriegen oder halt mit der Silver Birch. Und da will ich auch hin. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Richtung Hill Cherry gehen. Und dann können wir den Lemon Baum noch machen und so weiter. White Willow. White Willow kann man auch rauskriegen mit Silver Birch tatsächlich. Oder halt den Hill Cherry. Kann man sehen, oder wenn man Glück hat, kriegt man halt den raus oder den. Ich würde sagen, wir bauen die mal hier hin. Da haben wir theoretisch schon das erste
den ersten Baum, den es so nicht gibt, den gibt es ja so nicht. Mhm. Den kriegt man nur durch Tree Breeding. Genauso wie Hillcherry und ganz eigentlich alle Bäume, die man durch Forestry bekommt, die findet man so eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich das Coole an dem Tree Breeding. Weil man da halt Holzarten bekommt, die man so nicht hat im Außer Spiel. Außer in Dörfern bei einem Forestry-Haus. Genau. So, und da ist der Silver Lime. Da sieht man auch schon mal wieder drücken. Oh, ups. Ja, jetzt habe ich das Gras wachsen lassen. Schön. Du. Ach so. Ja. Irgendwo ist ja immer. Okay, funktioniert nicht. Ist, glaube ich, zu nah dran. Ja, schmeiß weg. Setzen wir den mal. Ich würde sagen, hier hin. Sollte eigentlich reichen, oder? Ja. So sieht das Holz jetzt zum Beispiel aus. Das ist Limewood. Wie man sieht. Hat auch was, ja. Sieht auch cool aus, ne? Können wir gleich mal gucken. Wow, die wachsen aber auch ganz schön gut, ey. Mhm. Können wir gleich mal gucken, wenn wir noch einen rauskriegen sollten. Dann können wir ja im Endeffekt da mal das Holz von benutzen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja. Okay, jetzt, ich sehe gerade keine neuen Pollen tatsächlich. Ne? Nee. Doch, hier. Unten runter. Ah. Das war aber leider nur eine Birke, glaube ich. Ja. Leider nur eine Birke. Natürlich stecken die Dinger wieder nicht, wenn sie verschieden sind. Ah, das ist wie bei... Hast du noch eine? Mhm. Ah, jo. Ah, die fallen jetzt richtig auf, weil die von den Birken sind. Mhm. Und da ist leider auch nur ein Birkensetzling drin. Schade. Schade. Aber so funktioniert es. So funktioniert tatsächlich das sogenannte Tree Breeding. Was eigentlich nur als, wie gesagt, eigentlich der einzige Nutzen vom Tree Breeding ist tatsächlich nur an Holz zu kommen, was es so nicht gibt. Das ist so. Leider, ich hatte eigentlich gedacht, dass es dann mit diesen Larven und so geht, dann, dass man vielleicht irgendwie mit Schmetterlingen, verschiedene Schmetterlinge hat, die dann auch im Endeffekt wie Bienen gewisse Sachen produzieren. Mhm. Leider ist es nicht so. Ich weiß nicht, ob es das mal gab. Ich war mir eigentlich immer ziemlich sicher, dass das Tree Breeding auch was damit zu tun hat. Oder dass man da auch gewisse Sachen mitmachen kann. Aber scheinbar wohl nicht. Hm. Ach ja. Ja. Was will man auch mehr, ne? Es funktioniert ja jetzt erstmal. Oh, wir haben eine Common Princess bekommen. Cool. Gut. Gut, aber die Folge ist auch schon vorbei. Wir haben schon im Prinzip die erste Kreuzung hingekriegt, was relativ cool ist, dass das jetzt auch so schnell ging. Ja. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal zu einer Runde Feed the Beast Presents Hermit Pick. Tschüss singen. Tschüss.